Hallöchen und herzlich willkommen bei Ark Genesis Part 2. Hallihallo, ihr Lieben. So, wir sind immer noch bei der Zucht. Ich denke, die Eier brauchen noch ein bisschen. Dann schmeißen wir erstmal die Shadowmans an. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, Revenger, aber, ne? Ein Revenger haben wir, oder? Nein, wir haben noch gar keinen. Noch gar keinen. Ich habe zwar welche gesehen, aber die waren nicht so alle vom Level her. Also die Shadowmanes, wer das denn mitkriegt hat, die wollen wir auf jeden Fall jetzt vermehrt züchten, um Mutationen hervorzurufen, dass wir nicht nur die Farben, sondern auch bessere Werte haben, weil ich denke, für einen Endboss und sowas, hatte ich ja beim letzten Mal schon erklärt, dass die einen guten Ersatz sind für einen Rex. Wolltest du schon mal deine anschmeißen? Dann mache ich meine danach. Ja, dann schmeiß ich meine erst. So. Verhalten. Nö, meine Tür. Mhm. Verhalten. Nö, meine Tür. Geht los. Wir hatten ja keine mehr hier hinten stehen, ne? Nicht, dass ich wüsste. Die hatten wir ja schon umgestellt und gemacht. Ja, genau. So, dann macht mal hinne. Mhm. Meine wollen auch. Ich denke, am besten, wenn ich auf die Werte gucke, wäre natürlich, wir haben jetzt, wir gucken immer auf Leben, Ausdauer und Kampf. Und wenn wir das für einen Endboss nehmen, dann wäre es natürlich am besten, wenn wir bei Leben 100 hätten und bei Kampf auch 100. Und bei Ausdauer irgendwo so bei 60, 70 sind. Aber das kann man eigentlich nur erreichen durch Mutation. Dadurch müsste man natürlich jetzt die öfters nötige Töten machen lassen. Ansonsten könnte man das auch versuchen mit einem Mutator. Dass wir die mit einem Mutator ein bisschen auf Sprünge helfen. Wenn das jetzt so nach ein paar Generationen nichts bringt. Nein. Ich würde sagen, wenn der Wurf dann nichts wird, ne? Dann ja, dann machen wir mit Mutator weiter. Ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir ihn ja. Eben. Und sobald wir ein paar Rexe haben, Rexe züchten wir natürlich trotzdem. Wir haben aber, glaube ich, bis jetzt nur einen, ne? Was sagtest du gerade? Ich habe das gerade nicht verstanden. Rexe, da hatten wir bis jetzt nur einen, ne? Ja, ich habe noch keinen anderen schönen gefunden mit entsprechendem Level. Ja. Wenn wir da noch ein Pärchen kriegen, dann bauen wir uns draußen natürlich für Rexe noch eine Zuchtanlage auf. Dass wir die auch auf jeden Fall nebenher tamen, züchten. Aber wir hatten noch nichts von wegen Tech-Rexe, ne? Ja, die höchsten, die ich gefunden habe, die waren glaube ich 135 oder so. Ja, dann haben wir da nichts von. Ich hab jetzt gar keine Animation gehört. War aber da. Okay. Oder ich hab's ja verquatscht. Ich schalte eben nötige Töten aus. Und deaktiviert. Beide deaktiviert. Kannst loslegen. Wenn sie mich hier dazwischen lassen, dann wäre das ganz voller. Ja. Aber nö, muss sie lassen. 13 Minuten, also rechnen mit 12 Minuten, okay. Verhalten. Warum aktivieren? So, schon mal hier hinstellen. Ach nee, ich gehe mal ein Stückchen weiter zur Seite. Verhalten. Weil Mini kommt ja auch noch mit ihren. Paarung läuft. Ach, der sieht so schön aus hier. Ja. Der Thüler. Habe ich extra für dich mitgebracht. Die blauen Füße sind zwar fail, aber der Rest sieht schön aus. Ja, vielleicht gehen die ja noch weg, was zu finden. Vor allem, die haben ja immer solche Plattfüße. Ich finde Thylas toll. Ich auch. Aber für einen Endboss nehmen wir lieber hier die Dings mit, ne? Ja. Weil die Rexe, die stampfen einem ja auch oft im Wege rum. Ich weiß ja noch nicht, wie der Endboss hier ist, ob sich das lohnt, wieder 10 Rexe mitzunehmen oder so. Ja.
Wir können übrigens schon wieder Hallo sagen. Schon wieder? Wo ist die Blechdose? Da, hallo. Hallo, da, ich bin Heilen Arsch. Eine fraktale Persönlichkeit, die in ein Hightech-Hologramm programmiert wurde. Nicht brauchst, dann ist stell dir einfach vor, dass ich deine Reiseführerin bin. Ganz genau, Helena. Ich habe dich nicht verstanden, weil Helena die ganze Zeit gequatscht hat. Ich hab gesagt, die ist da, wo du nicht hinguckst. Das habe ich gehört. Außer, wenn du sie nicht brauchst, dann ist sie dir am Weg. Ja. Und wenn die dann ihre Schwangerschaft haben, werfen wir dann hinten die Eier raus, ne? Wie lange hatten deine noch? Meine hat noch etwa 10 Minuten. 10 Minuten, 11 Minuten oder was. Dann macht Tina da. Das hätte ich gerne. Oh, da ist ein braunes Baby. Nee, das will ich nicht. Okay. Ich will ein rot-grünes. Na, geht doch. So, die ganz links schalte ich schon mal aus und stelle hin. Ja. Danke dir. Deaktivieren. Ach, lass mich doch absteigen. Ja, hattest du nicht mit zwei gemacht? Mit zwei Weibchen? Nein, ich habe da nur ein Weibchen, das andere ist nur ein Männchen. Ach ja, wir haben immer fleißig aussortiert. Ja, so. Dann komme ich auch nach hinten. Ich weiß nicht, ich kann heute nur trinken, ne? Ich renne, glaube ich, zu viel. Weil du versüfft bist und so. So. Ach so, Fleisch. Bin da. Ja, ich habe ja nur einen Agi und einen Fesselei. Ja, ach, ich habe noch einen Agi-Sattel, eine Tasche, muss ich gleich irgendwo drauf werfen. Okay. Ich stecke mir mal für vier ein. So. Normal bei unseren Einstellungen würden wahrscheinlich auch 25 Fleisch reichen, aber ich rechne mal immer mit. Ach, den grün-braun-roten sehe ich, da ist ein Punkt dran, da haben wir schon. Ach, wir haben bei dem einen gar kein Mutagel reingetan, ne? Ja, da wo schon welches drin ist, das war der, den ich mitgebracht habe. Weil der so klein war, dachte ich, nee, ich stopf da mal. Ja, da könnten wir da auch machen, egal. So. Bei der nächsten Runde. Ja. Dann müssen sowieso gucken, wie viel Muttergel noch da ist, ne? Ob wir noch Muttergen. Ich habe zwischenzeitlich noch ein bisschen gesammelt und hergestellt. Ja, weil Muttergen ist ja teuer auf gut Deutsch. Ja. So, ich schau mal. Neongrün, ja, das ist von mich. Dich schmeiß ich schon mal raus. Zack. Naja, ich nehme es mal an, aber... Möchte ich Flügelspitzen? Tja, keine Ahnung. Doch, wie bei dem Roten bei mir, ne? 69, 73, 78. Naja, es geht. Okay, dann überlebst du noch. Er hat weiße Flügelspitzen. Ja. Mal schauen. Das Einzige, was bunt ist, sind die Füße. Ja, die sind rot, glaube ich, ne? Kannst du schon mal ein Ei von dir rauswerfen? Ja, ich habe ja nur eins. Ja. Aber in der Vorschau war doch das Neongrün zu sehen. Ja, vielleicht war es ein anderes Ei. Ist das zuerst für dich? Irgendeins davon wird schon. Schmeißer. Ja, zwei waren mit Neongrün und eins war ohne Grün. Heute ist rot. Das war nicht so, wie ich es gerne hätte, aber... Immerhin. Ein Männlein. Ja. Ja, das hier war, glaube ich, auch ein Männlein. Ja. Ja, ist auch ein Männlein. Ja, wir müssen dann sehen, mit denen, die wir weiter züchten wollen, wenn wir genug Mutagen haben, ist die Mutagen kriegen. Ja.
Denn ich meine, beim Züchten hatten wir festgestellt, die erhöhte Levelanzahl, die kommt mit drauf, ne? Ja. Ja. So. Ja, der Rest ist alles deiner. Bis auf das Fesselite-Ei. So. Grün, braun, lila, ja siehst du, das ist das, wo kein, wo das Neon nicht drin ist, normalerweise. In den anderen beiden laut Vorschau hätte das drin sein müssen. Ich weiß nicht, wie die das da so tieren. Naja. Auch der hat diese Neon Flügelspitzen drin. Ach, ich muss mir mal annehmen. Ja, das macht Sinn. Ja. ...78, 64. Ja, das hat dann weniger Ausdauer, ne? Hm. Also viel Ausdauer verbrauchen die ja nicht unbedingt, ne? Kommt drauf an, was man damit macht, ne? Tja. Ja, die Agis verbrauchen nicht viel Ausdauer, weder beim Schnellfliegen noch beim Kampf. Also das ist, Oh, der sieht krass aus, ne? Ja, mit der lila Haube und dieses hellgrün, also dieses Neongrün, das beißt schon ein bisschen im Auge, ne? Also. Ich finde den cool. Okay. Hat er auch einen grünen Bauch? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Tatsache, der hat einen grünen Bauch. Ja, guck mal an, schau. Ich mach eben meinen Kopfleit, ne? Mach das. Fetherlight stellst du dann am besten bei den Nanny hin. Ja, so groß sind wir ja nicht. 355, ne? Ja, Fetherlights, da gucken wir nicht so auf die Dings, da gucken wir nur auf Farbe. Ja. Also die Skills bei Fetherlights, die, welche, die uns nicht so gut gefallen, die nehmen wir dann mit in die Höhle. Und dann ist gut. So. Sekunde, ich bin noch am Eindingsen. Ja. Ja, jetzt ist. Jetzt ist hier kein Grün mehr drin, ne? Auch wenn ich drauf gucke nicht. Das verändert sich. Ich weiß es auch nicht. Ja. Egal. Zack. Und raus. So, mal schauen. 69, 73, 78, naja. Die Werte sind noch im Toleranzbereich. Noch. Aber dieses Neongrün mit diesem lila Haupt, das sieht echt, ne? Also das beißt im Auge. Den kannst du aber wenig übersehen. Aha. Den kannst du bei... Müssen wir noch gleich rüber. Ja, ja. Den kannst du bei PvP benutzen. Damit blendest du die Gegner. Ach, Büro. So, eingeparkt. Juppie. So, dann rüber und dann... bei dir die Fetherlights, ne? Hatte ich dir ja gesagt, nicht aussortieren. Dass wir ein, zwei haben. Ich hab doch schon einen auf Schulter. Ersatzfunzel. Sehr schön. So. Gleich habe ich noch eine Tasche. 2 Minuten 40 noch. Ich hab 2 Stunden erstmal wieder reingepackt.
Ja, ich habe das Fleisch in Tasche. Ich habe das Fleisch in Tasche behalten jetzt. Hat auch noch kein Muttergel gekriegt, ne? Meiner auch nicht. Ach, sie haben, glaube ich, mit Muttergel aufgehört, weil wir nicht mehr so viel hatten, weil wir noch was überbehalten wollten wegen, Furchtbar. genau, den Beutwibbern. Ja, und deswegen war ich ja noch mal ein bisschen sammeln. Ja. Ja, die Beutwibbern, da haben wir bis jetzt Pech, ne? Also müssen uns demnächst mal mehr im Beut aufhalten, Ja, weil ich war ja schon lange da, aber ich ja, hab keine. ist also nichts gespawnt bis jetzt. Also wir haben noch keinen Beutwibbern gehabt. Oder wir müssen mal direkt hier Destroyed by Dinos machen, wenn wir in dem Gebiet sind, und dass wir uns da dann mal so ein, zwei Sprünge aufhalten, dass da als erstes irgendwas Neues spawnt. Ich meine, das Ansonsten. Muttergel sind auch ein paar ähnliche gesammelt. Also das hat auch schon seine Zeit gedauert. Ja, aber ich sage, Da kam einfach nichts. ansonsten machen wir ja alles fertig. Wir sind durch und haben dann nicht einen Beutel gesehen oder getamed. Also wenigstens einen würde ich gerne tamen wollen. Ja, die sollen zwar nicht so toll sein, aber alleine mal um zu haben und zu gucken, ne? Also die sollst du wohl so ähnlich wie hier die Reaper Queen. Das Prinzip, du schießt die also runter oder prügelst sie runter, dass sie wenig Leben haben. Ich glaube unter 200 oder sowas. Musst du also recht tief gehen. Und dann kannst du draufspringen und die quasi zureiten wie so ein Pferd. Nur anstatt dass du Möhrchen zuschiebst, gibst du halt Mutagen rein. Also eine Mischung aus Reaper Queen und Pferd. Ganz genau. Also, Amazing. wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie das so beschrieben, dass jedes Mal, wenn der so ein Looping macht oder eine Drehung macht, dann musst du Mutagen rein tun. Und je nachdem, wie die Server-Einstellungen sind und Level und sowas, dauert das halt dementsprechend. 11 Sekunden noch. Oi. Müsste jetzt gleich da sein. Ich versuche mal hier dazwischen zu stellen, damit ich die gleich vorziehen kann dann für dich. Eine Sekunde noch. Drück raus das Ding, da ist es. Hab's. Boah, 490, ne? Super. Ich stell die erstmal hier an die Seite, Ja, ne? also das ist ja wohl 490 ist top. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie lange hast du denn noch? 2 Minuten 40. 75, 73, 58, aber ganz schlecht im Kampf, ne? Ja, notfalls musst du noch mal mit einer von meinen Nücken machen lassen, weil Der die haben 8. eigentlich relativ gute Werte. Ja, bei mir war das ja auch, oh, Entschuldigung. Bei mir war das ja auch, dass alles gut ist außer Kampf bei denen, ne? Bei dir war Kampf besser, ne? Glaub, muss man bei ihr gucken, ist ein Männchen. Ja, jetzt bin ich gerade am Einstellen. Brauchst du nur gucken und dann die Werte sagen. Bin gerade dran. 52, 73, 57. Also Kampf hast du 57. Ja, dann Aber ist die waren Kampf. doch mal so gut bei mir, die Ja, Werte. dann ist Kampf doch nicht so gut. Deswegen hast du doch die ersten mit meinen machen lassen. Ja, also irgendeiner bei dir war im Kampf gut. Ja, das ist bestimmt das Männchen. Tja, ich stelle sie mal wieder weg hier. Ja, ich habe sie jetzt nur erstmal an der Seite Stopp. gestellt, damit du da Platz hast. Alles gut und so. So. 1,12 noch bei mir. Sehr schön läuft, würde ich sagen. Wir wissen zwar nicht wohin, aber es läuft. Ja. Mädchen und grünes haben. Kein braunes. Also streng dich an. Ja, legen ja auch normal keine Eier, ne? Also wirklich, hallo. Du warst 41 noch. 34. Bin ja so aufgeregt. Schade, dass die Beleuchtung so bescheiden ist, ne? Ach Gott, wir haben doch hier Lampen stehen.
Ach jo. Wieder also, typisch wieder, ne? Wirklich. 18. So hoch. 10. Ja. Oh nein, Hölle. Da ist es. Wird's denn gehen? Danke. Bitte. 461, genau wie die Eltern. Egal. Aber jetzt macht's einen roten Kringel drum, wirklich? Mhm. Mädchen. Habe ich dann zwei Mädchen? Hm. Will ich weggehen? Nimm mal den Knödel da weg, bitte schnell. Gut. Wieso bin ich immer der Knödelman? Weil dem so ist. So, dann schauen wir mal auf die Werte. Ich stelle so lange ein. Ja, 52, das ist echt tief, ne? Mhm. 52 Leben, 73 Ausdauer, 57, also... das ist echt tief. Ist das nichts, ne? Das ist echt tief, was hat denn? Leben auch 52. Tja. Ja. Mal gucken, kannst ne? Mal eben wegbringen. Ja. Du kannst auch gleich mal bei meinem Männchen gucken, ob der die bessere noch. Ach, hier stehen auch noch welche, ne? Ja, das sind doch die Ungezüchteten. Ach so. Ja. Sind dann die, die wir als erstes mit in die Höhle nehmen, ne? Mhm. Die Rockwell-Höhle. Oder untere Teil von der Stadt oder wie auch immer. Ja. In Keller. Den Untergrund. Genau, underground. Lasst mal noch so stehen. Es mag nicht näher kommen. Ich sag, lass mal noch so stehen, ist nicht schlimm. Sieht eigentlich ganz gut aus. Warte, ich versuche mal hier drauf zu stellen. Zack. Oder ich springe einfach drüber. Zack. Soll ich stehen bleiben oder weggehen? Nö, bleib mal da stehen. Okay. Das sieht gut aus. Das war's schon. Upi. So, dann machen wir hier wieder Licht aus. Mhm. Ach so, das restliche Fleisch. Hat denn nicht Fleisch drin? Sollte so. Hat alles drin. Super. Ach, ich wollte doch immer noch bei den... Huch. Entschuldigung. Na, da solltest du dir überlegen, welche Tasten du drückst. Ja, ich bin gerade aus Versehen auf die falsche gekommen. Ich wollte ja immer noch bei den Gachas die Dings verteilen. Der Gewölle. Ja. 131 schon. Wow. Na, gut ab. Geh mal bei den Kristallen gucken, weil die habe ich heute auch vergessen. Ja. War noch 14. Ja, dann alle mal crackern. Ja, schon dran. Büro? Ja. Hier ist eine verbesserte Fackel drin. Die 262, ich habe schon eine. Super. Dann werde ich mir die gleich an Land ziehen. Ja. Ich versuche hier nur gerade auszusortieren. Da ist noch eine lila nicht drin. Okay. Habe ich gerade beim Hookscrollen gesehen. Ja, es kommt für uns ja nur auf die Haltbarkeit drauf an.
So, die haben auf jeden Fall jetzt Schmackopatz drin. Steine sind auch noch einige 10.000 drin. Weil alles, was wir in Steine sammeln, den größten Teil geht aber da oben rein. Ja. Man könnte natürlich auch die Bauteile und sowas, die rauskommen. Beim Crackern hier könnte man da reintun, die ganzen Sachen. Aber die grinden wir lieber. So eine Fackel, meintest du, ne? Ja. Eine hellblaue und eine lila, ne? So wie ich das gesehen habe. Oh, heißen die nicht Fackel? Ja. Ach, Fackel mit Zecker, haha. Da, Fackel. 156 und 186. Dann nehme ich natürlich die mit der meisten Haltbarkeit. Zack. Oh. Zack. Gut, danke. Ich guck grad wegen Bauteile, wegen Grinden. Ja. Steck meine alte Fackel in den Grinder rein. Ja, ich hab die auch noch in Tasche, für Notfall. Was meinst du, für einen Sattel oder sowas? Nein. Ich hab drüber nachgedacht. Oh, Warpsprung vorbei. Moin. Oder sind wir gerade auf Warp gegangen? Ne, wir sind gerade auf Warp gegangen. Ich bringe jetzt eben das Zeug in Grinder. Mach das. Bin gerade bei den Kameras. So was. Willst du mich ausspionieren, wa? Ich find's schade, dass man die Kameras... Oh, ich bin in der Blubber Base. Dass man die Kameras noch nicht beschriften kann. Ja, vielleicht kommt das noch. Ja. Auch schon mal viel wert, dass da wenigstens Koordinaten dran stehen. Ja. Ach, nun gib mir doch das Lima-Gebiet, Mensch. Ach, guck, da steht auch der Abstand drauf. Also die Kamera, wo ich jetzt hinkomme, schätze ich mal Luna-Gebiet, hat alleine 2273,89 Meter. Hm. Und noch eins weiter. So sieht das aus, wenn Warp kommt. Ui, gerade Warp vorbei. Ein Ball zieht immer noch seine Bahn. Hey! Das mit den grünen Kristallen gerade da. Also Elementsplitter. Ja, ansonsten ist hier nichts los. Tja. Ich war das nicht. War toll, wenn man überall so rumgucken kann. Ja. Kannst sogar dann gucken, ob hier einer rumfliegert oder so. Bist du dann Spiagent? Ganz genau. Du. Irgendwas wollte ich noch machen. Weiß ich nicht, der lädt das jetzt gerade raus. So hoch. Bitte? Mini hat Kopf wie sie. Wollte irgendwas machen, weiß nicht mehr was. Ja, wenn's denn mal, was weiß ich, hier zum Hochhof kommt, diesen Tech-Hof, dann könnte man mehr Schüsse haben. Okay. Ich fliege, ich eile. Am besten auf der andere Seite dann, ne? Hast du nicht der Helena auf dem Kopf. Klappt das heute nicht.
Ja, du musst dann auch aus K rausgehen, wenn du auf die andere Seite gehst. Egal. So, dann sagen wir für heute erstmal Tschüss. Tschüss. Komm, 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 komm